Die Lausitz, nördlich von Cottbus. Ein ehemaliger Tagebau. Das Wasser dieser Gräben ist erst der Anfang. Hier soll der größte künstliche See Deutschlands entstehen. Und am Ende eine riesige Fläche von 19 Quadratkilometern, 2 Meter unter Wasser stehen. Das Werbevideo für den Cottbuser Ostsee verspricht viel. Häfen und Häuser mit Seeblick sollen entstehen. Und nach dem Kohleausstieg die Touristen kommen. Hier führen die künftigen Seeanrainer Regie, um sich ihr Wasserparadies zu gestalten. Der Cottbuser Ostsee. See in Sicht. April 2019. Lightshow mit Politprominenz. Wassermarsch. Und eine Region voller Zuversicht. Die Fluten der nahen Spree sollen den See füllen. Heute, über ein Jahr später, läuft allerdings nicht mehr viel Wasser über das eigens errichtete Einlaufbauwerk. Axel Kruschert vom Bund für Umwelt und Naturschutz warnte schon, als das Projekt geplant wurde. Die Lausitz sei zu trocken für so einen riesigen See. Also sie brauchen ja Oberflächenwasser, um die Wasserqualität zu gewährleisten. Das heißt, das Wasser muss aus der Spree abgezogen werden. Damit steht der See natürlich in Konkurrenz zu allen anderen Wassernutzungen, die im Spreeraum stattfinden. Und das Wasser ist knapp. Im Juli dieses Jahres warnt die Stadt Cottbus vor extremen Niedrigwasserverhältnissen. Über das Spreewehr, an dem das Wasser für den Ostsee entnommen wird, läuft kein Wasser mehr. Sogar die Versorgung des Spreewaldes ist bedroht. Andere Flüsse in der Lausitz, wie die Schwarze Elster, sind wie in den Jahren zuvor bereits ausgetrocknet. Und in den Talsperren der Region sind die Reserven aufgebraucht. Die Lausitz ist ohnehin eine trockene Gegend. Und in den vergangenen beiden Jahren fiel hier rund 25% weniger Regen als normalerweise üblich. Das bleibt nicht ohne Folgen, sagen die Experten des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung. Gerade haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass gerade auch die Spree sehr viel Niedrigwasser hat. Das heißt, es ist einfach kein Wasser vorhanden, um den See zu fluten. Verantwortlich für die Flutung ist das Energieversorgungsunternehmen LEAG. Nach deren Plänen soll der See spätestens 2025 vollgelaufen sein. Die Genehmigung erteilte das Landesamt für Bergbau in Cottbus. Dort ist man optimistisch. Das wird auch in Zukunft, auch bei trockenen Jahren, so sein, dass in den Wintermonaten es möglich ist, Wasser einzuleiten. Davon muss man ganz fest ausgehen. Davon gehen Sie aus? Ja. Und Sie sind sicher, dass das auch in Zukunft im Bereich des Klimawandels möglich sein wird? Also, ich bin ja hier kein Klimaexperte. Woher soll ich das wissen? Das ist alles ungelegte Eier, das kann ich nicht sagen. Wir sind der Auffassung, dass auch hier dieser See im Jahre 2025, das ist das Ziel, dass das auch unter den jetzigen Bedingungen möglich ist. Und das Bergamt hat noch viel vor. Nach dem Braunkohleausstieg sollen weitere Tagebaue geflutet werden. Wie zum Beispiel Welzow Süd. Noch wird hier Kohle gefördert. Doch es gibt ein Problem. Später kann man die riesige Grube nicht einfach mit Grundwasser volllaufen lassen. Spezielle Verwitterungsprozesse im Boden machen das unmöglich. Zu viel Sulfat wird freigesetzt. Momentan wird das belastete Grundwasser abgepumpt und fließt in einen Bach. BUND-Mann Kruschert misst eine Sulfatkonzentration von über 1000 Milligramm pro Liter. Der Schwellwert, der im Sulfaterlasser steht, ist 280 Milligramm der Liter. Ja, also wie gesagt, 4200 Milligramm der Liter. Einige Kilometer weiter mündet der stark belastete Bach in die Spree. Deren Wasser verdünnte bisher die Sulfatfracht. Doch weil es immer trockener wird, steht immer weniger sauberes Wasser zur Verfügung. Die Folge? Im Sommer fließt in der Spree vor allem belastetes Grubenwasser. Und das wird zum Problem. Nachdem der Fluss den Spreewald passiert hat, wird ihm rund 60 Kilometer später für die Trinkwasserversorgung von Frankfurt-Oder über Pumpen Wasser entnommen.
Das ist nötig, da das Grundwasser vor Ort nicht ausreicht. Doch das Trinkwasser für über 60.000 Menschen ist in Gefahr, weil die Spree zu viel Sulfat enthält. Im Bereich des Wasserwerkes darf der Richtwert von 280 Milligramm pro Liter nur gut einen Monat im Jahr überschritten werden. Im vergangenen Jahr, von Oktober 2019 bis ins Frühjahr 2020 hinein, ist er fast lückenlos überschritten worden. Und auch jetzt ist er nur aktuell sehr schwer zu halten. Noch können die Frankfurter Wasserwerke die Grenzwerte für das Trinkwasser einhalten. Doch die Wasserwerke sehen durch den Cottbusser Ostsee eine weitere Bedrohung. Mit der Flutung des Cottbusser Ostsees wird ein weiterer Sulfatemittent entstehen, der ganz klar hier zu einer weiteren Sulfatbelastung führen wird. Das heißt? Das heißt, wir klagen gegen die Genehmigung der Flutung des Cottbusser Ostsees im Eilverfahren mit der Stadt Frankfurt-Oder. Der ursprüngliche Plan: Ist der See irgendwann gefüllt, erzeugt er einen Gegendruck und verhindert das Einsickern belasteten Grundwassers in die Spree. Doch der Klimawandel gefährdet, dass der dafür nötige Wasserpegel dauerhaft erreicht wird. Was sicher ist, dass es wärmer wird und mit der höheren Temperatur wird die potenzielle Verdunstung gesichert zunehmen. Da ist sicherlich damit zu rechnen, dass der Seewasserstand, wenn über mehrere Monate kein Wasser zufließt, um mehrere Meter absinken kann. Und das könnte bei dem zum großen Teil nur rund 2 Meter tiefen See nicht nur zu Problemen bei der Wasserqualität führen, sondern auch den erhofften Tourismus stark gefährden. Trotzdem sollen nach dem Braunkohleausstieg neben dem Cottbusser Ostsee auch alle anderen Tagebaue geflutet werden. Weit über 1 Milliarde Kubikmeter Flusswasser wären dafür notwendig. Scheinbar kein Problem für die Verantwortlichen. Und auch hier wird es möglich sein, auch unter den Szenarien, die der Klimawandel möglicherweise mit sich bringt, eine Flutung dieser Seen auch zu bewerkstelligen. Aber ich sage das ins Blaue hinein, weil ich die Unterlagen gar nicht kenne. In den Unterlagen zum Cottbusser Ostsee steht, mit welchen Klimadaten die Behörde bisher rechnet. Als Referenzzeitspanne wurde die Klimanormalperiode von 1961 bis 1990 verwendet. Diese Zeitspanne ist allerdings über 30 Jahre her. Man hat hier sehr positive Annahmen getroffen, um sich das vielleicht auch ein bisschen schön zu rechnen, um vielleicht das eine oder andere Problem einfach ein bisschen wegzudrücken, um erstmal dieses Genehmigungsverfahren durchzubekommen. Also man hat einfach den Klimawandel ausgeblendet. Das kann man in dem Sinne so sagen. Und weil der Klimawandel bei den Behörden noch nicht aktenkundig ist, träumt man in der Lausitz weiter von der Ostsee.